Sie sind hier, 27. Oktober 2018, 14:51 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Andrew Wooten schnürte einen Doppelpack für Sandhausen. Urheberrecht Getty Images Paderborn. Der SV Sandhausen gibt erst eine 2:0 Führung gegen Paderborn aus der Hand, zeigt dann aber Moral und rettet einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Der SV Sandhausen bleibt unter Uwe Koschinat auf dem Weg nach oben. Alle Ergebnisse im Überblick: im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer kamen die Kurpfälzer beim SC Paderborn zu einem 3:3, 2:1 und haben die Nicht-Abstiegsplätze in Reichweite. Tabelle der 2. Bundesliga, Fabian Schleusener, 14. und Andrew Wooten, 27. 83. trafen für die Gäste beim starken Aufsteiger, der die Partie durch die Tore von Babacar Gueye, 35. Bernard Tekpiti, 66. und den eingewechselten Marlon Ritter, 80. zwischenzeitlich gedreht hatte. Das Spiel zum Nachlesen im TK-Anzeige. Jetzt das Trikot von Paderborn oder Sandhausen kaufen? Hier geht es zum Shop Sandhausen, das beim Koschinat Einstand 4:0 gegen den FC Ingolstadt gewann, ist zwar noch Tabellen 16., hat aber nach Punkten mit dem 1. FC Magdeburg auf Rang 15 gleichgezogen. Paderborn, 17 Zähler, wäre mit einem Erfolg zumindest bis Sonntag auf Rang 3 geklettert. Vassiliadis gibt 3 Assists. Der starke Aufsteiger aus Ostwestfalen, der schon vor dem Spieltag mit 19 Toren die zweitbeste Offensive der Liga gestellt hatte, tat sich schwer gegen die gut gestaffelten Gäste. Sandhausen konterte eiskalt und lag nach knapp einer halben Stunde nicht unverdient mit 2:0 in Front. Es war der Weckruf für Paderborn. Die Zweitliga-Highlights in der Sendung Sky Sport News HD, die 2. Bundesliga, freitags ab 22:30 Uhr und sonntags ab 19:30 Uhr im TV auf Sport 1. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart spielte in der Folge auf ein Tor, Gueyes Anschlusstreffer war die beinahe logische Folge. Paderborn ließ nicht nach und ging auch dank des dreimaligen Vorlagengebers Sebastian Vassiliadis vor 8.216 Zuschauern sogar in Führung, dann schlug erneut Wooten zu.